Ich weiß selber nicht wieso, aber ich fühle mich jetzt schon ein bisschen verängstigt, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie mein erstes Video war. Also ihr habt ja den Titel gelesen, ne? Wir reagieren heute darauf. Also ich gucke mir das mal an und ich habe das echt auch, seitdem es online war, nicht mehr gesehen. Das ist jetzt 3 Jahre her, also vor 3 Jahren, wirklich fast vor 3 Jahren, weil es war im November 2017, habe ich meinen Kanal ins Leben gerufen. Ich glaube, heute schon wieder. Ladies in Germany. Und ja, boah, mir ist das jetzt schon so unangenehm. Ah, oh, was ist denn da passiert? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh nee, da sind 3 Kleber oben und die Scheiße hält immer noch nicht. Ach, oh, ist das schön, du. Das macht doch einfach Spaß. Wenn alles läuft wie am Schnürchen. So. Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen. Ah, ich sehe auch gerade, hier habe ich einen schönen Fleck auf dem T-Shirt. Das ist aber frisch gewaschen, also ist das irgendwie fett oder so. Also, lasst euch davon nicht stören. Sollen wir einfach mal anfangen? Ich rede jetzt hier so, weil ich so tue, weil ich Angst habe, wisst ihr? Was mich erwarten wird. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, also mein Gefühl bei diesem Video war, dass ich wollte halt extra nicht so ein Hi, how are you? YouTuber werden, ne? Weil so bin ich ja auch nicht. Sondern einfach so, wie ich bin. Ihr kennt mich jetzt, also ich würde sagen, so wie ihr mich in meinen Videos normalerweise seht, so bin ich auch. Also kann man ja nie 100%, aber ihr wisst, was ich meine so. Ich habe mich auch gar nicht groß verändert in den letzten 3 Jahren, muss ich gestehen. Ich weiß noch, damals habe ich ja studiert. Also ich war mitten im Studium. Ich hatte so, also bei meinen Freunden und so war es mir komplett egal, bei einer Familie, wie die auf mein Video reagieren werden. Aber bei den Leuten in der Uni, da dachte ich so, das wird vielleicht ein bisschen komisch, weil auch die Dynamik da mit den Leuten in der Uni war ganz anders als in der Schule, wo ich Abi gemacht habe und auch wo ich meine Friseurausbildung gemacht habe. Die waren eher so ein bisschen, ja, kennt ihr das, wenn ihr einfach sowas macht und dann denkt ihr so, was denken die anderen darüber? Und das hat mich so ein bisschen gehemmt, aber ich scheiß drauf, ich habe es einfach trotzdem gemacht. ich glaube, die haben auch über mich geredet und fanden das alle ein bisschen lächerlich. Aber wisst ihr was? Mir doch egal, heute bin ich diejenige mit den 4000 Abonnenten auf dem Kanal. Das ist auch ein bisschen traurig, dass es jetzt immer noch so wenig sind. Nach 3 Jahren. So, Internet ist da, dann gucken wir mal. Ich glaube, das wird so ein Cringe, also so ein Cringe. Cringe, Cringe. Ich finde, das Wort ist allein schon Cringe, aber jetzt. Oh, ich bin auch gespannt, wie meine Haare da aussahen. Da war ich ja noch vollkommen im Blondierfieber. Technik und ich immer noch nicht beste Freunde. Das ist einfach so. Das ist einfach so und das ist auch okay. Jetzt aber. Gucken wir doch mal. Da baue ich schon wieder. Videos. Sortiert nach Ältestes zuerst. Also, was mir zuerst auffällt, der Thumbnail, also dieses Anzeigebild, spannend gestaltet. Da würde ich persönlich natürlich auch sofort draufklicken, wenn ich das bei YouTube angezeigt bekomme. Natürlich nicht. Es ist mein damaliges Logo und es ist ja absolut uneinladend. Trotzdem haben sich ganze 1021 Leute dieses Video reingezogen. Und da sage ich Danke. Da sage ich Danke. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Oh, sogar kein Dislike. Ich hoffe, das bleibt so nach diesem Video jetzt. Und Ladies in Germany, genau. Das ist ja meine Begrüßung. Was steht denn hier? Hi, ich bin Paula. Viel wichtiger für unser Kennenlernen ist aber, was ist das denn hier für ein Kotelett? Das lese ich jetzt nicht vor. Aber ich glaube, da erzähle ich einfach nochmal so, was so abgeht. Und guck mal hier, der Roland. Der war der Einzige, der einen Kommentar da gelassen hat. Fand ich nett. Da habe ich mich sehr gefreut. Könnt ihr euch sicher vorstellen, mein erster Kommentar. Gucken wir jetzt mal rein hier in den Bums. Hallo. Bonjour. Ich liebe diese Musik. Kennt die eigentlich irgendwer von euch? Also die ist geklaut von einer Serie, die ich früher unglaublich gerne geguckt habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das jemand weiß, von welcher Serie dieses Lied ist. Der kriegt ein Küsschen, aber so eins. Okay, gucken wir weiter. Ach, mal ganz kurz. Outfit,
1A würde ich jetzt persönlich behaupten, der Pulli gehört nicht mir, den habe ich mir von meinem Partner einfach mal genommen, weil ich fand die Farbe schön, sieht ein bisschen ausgekotzt. Meine Haare, ach, da war ich richtig schlau, da habe ich sehr effizient gearbeitet, da habe ich vorher ein anderes Video gedreht, also quasi dann mein zweites, das online kam, für diese Locken und dann habe ich das Outfit bzw. den Look dann direkt fürs nächste Video genommen. Die Frisur ist schön, finde ich. Die Haarfarbe ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mir jetzt Fotos angucke von früher, wie meine Haarfarbe aussah, ich denke mir voll oft, das sieht so schäbig aus. Also, ja, weiß ich auch nicht, wie ich das gut fand. Gucken wir jetzt mal, was hier so losgeht. Hallo, dieser Kanal nennt sich La Polche Vita. Ich habe ihn ins Leben gerufen, weil ich der Meinung bin, es gibt viel zu wenig YouTube-Videos, Fotos, Tutorials, alles, was du im Internet finden kannst, für feine Haare oder wenig Haare oder dünne Haare, je nachdem, wie du es nennst. Ich finde, man hätte ein bisschen freundlicher sein können, so ein Müh. Aber ich glaube, ich wollte wirklich, geiles Standbild, auf gar keinen Fall zu sein, so hi. Also habe ich ja eben schon erzählt, ne? Aber ja, ich finde sehr schön geschminkt. Gefällt mir. Bei mir gab es ein paar Gründe, warum meine Haare richtig dünn geworden sind. In der Vergangenheit, ich habe ein bisschen übertrieben mit Blondierung und ja, dumm einfach. Und seitdem sind meine Haare wirklich anders. Also die sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Boah Leute, das stimmt. Falls ihr euch fragt, warum meine Haare so dünn geworden sind. Also die waren, ich finde jetzt sind sie ja wirklich sehr, sehr stabil. Sie sind vorne noch sehr dünn, auf jeden Fall. Aber so stabil wie jetzt waren sie wirklich, kann mich nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal so waren. Vielleicht als ich 13 war, 14. Und bei mir hat das alles angefangen, dass es richtig schlimm wurde, weil ich sie mir blondiert habe. Ich war wirklich platinblond und das hat, glaube ich, so meine Haarwurzeln weggefetzt. Danach sind die ständig abgebrochen, klar, was auch in der Blondierung lag. Aber das war so mein Todesurteil für gesunde Haare. Ich habe mich damit abgefunden. Vom Tag 1 habe ich immer versucht, das Beste daraus zu machen. Ja, toll. Nie hat mir jemand gesagt, oh, Paula, du hast ja krass feine Haare, weil ich einfach für mich Wege gefunden habe, dass sie nicht fein aussehen. Das stimmt. Also ich hatte ja immer feine Haare. Vor allen Dingen in der Teenagerzeit, was vielleicht auch die schwierigste Zeit ist, einer jungen, heranwachsenden Dame. Aber ich hatte damit nie ein Problem. Also ich fand das nie schlimm. Und ich habe echt versucht, immer das Beste daraus zu machen. Also ich war auch echt immer die in meinem Freundeskreis, die so am meisten mit ihren Haaren gemacht hat. Sei es jetzt mit Farbe oder Styling oder Locken oder dies oder das. Ich fand das schon immer voll cool. Mir hat das mega Spaß gemacht. Und ich habe auch immer Komplimente für meine Haare bekommen. Obwohl die halt nicht das Nonplusultra waren. Hey! Das strapaziert schon meine Nerven. Moment, da muss ich mal kurz der Handwerker an mir wieder ran. Ja. Das sind ja auch irgendwie alles so Glaubenssätze, die wir uns selber einreden bzw. gesagt bekommen und die man dann einfach so hinnimmt. Zum Beispiel, weil deine Haare sind ja dünn. Und das mit einem richtigen Unterton, der uns selbst triggert, so von wegen, deine Haare sind ja ganz schön dünn. Wisst ihr, wenn das jemand so zu einem sagt, zum Beispiel auch ein Friseur, dann kommt das schon an und das prägt sich auch ein. Also ich kann es total verstehen, wenn Leute sich deswegen nicht gut fühlen, weil die das irgendwie so eingetrichtert bekommen. Aber das müsst ihr einfach mal hinterfragen und aufbrechen. Dann werdet ihr sehen. Klar seid ihr schön, auch mit euren dünnen Haaren. Ich bin selber Friseurmeisterin und habe viele... Bin Meister. Ich weiß noch, ich habe so gestruggelt, ob ich sage, ich bin Friseurin oder ob ich sage, ich bin Friseurmeisterin. Ist was, worauf ich stolz sein kann, oder? Deswegen voll dumm, dass ich das früher nicht so gesehen habe. Fragen immer von Kundinnen bekommen, was kann ich mit meinen Haaren machen, wie mache ich, dass die auch so cool aussehen wie in den Magazinen, ohne Extension. Ich dachte, ich sage jetzt, dass die auch so cool aussehen wie deine, also so wie meine, wisst ihr? Wie sieht mein Haar toller aus, was ist die richtige Pflege, was sind die richtigen Produkte, wie lasse ich mein Haar lang wachsen, wenn es fein ist. Wenn du feine Haare hast, dann sind das alles Fragen, die dich bestimmt schon mal beschäftigt haben. Ey, ganz ehrlich, Leute, das, was ich jetzt da alles angesprochen habe, ich habe, glaube ich, zu jedem dieser Themen auch ein Video schon gemacht oder mehrere. Ich finde, da haben wir echt eine ganz gute Bibliothek. Naja, Bibliothek sind Bücher, aber Mediathek für Infos über feine Haare, oder was denkt ihr? Also auf meinem Kanal. Gibt es Sachen, die noch fehlen? Schreibt
Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das ist die eine Seite für die Frauen mit feinen Haaren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Friseure. Und zwar ist es als Friseur... Warum sage ich das so? Gibt es da die Friseure? Verstehe ich nicht. So echt schwierig, mit feinen Haaren umzugehen. Kunden, die feine Haare haben oder wenig Haare oder viel Haare verloren haben und eigentlich immer dicke Haare hatten, das ist echt ein unnormal empfindliches Thema. Ich finde, das hätte ich mir auf den Punkt bringen können, weil das ist so eine Sache, die triggert mich bis heute sehr stark, dass die meisten Friseure nicht mit feinen Haaren umgehen können oder dünnen Haaren. Ja, ich bin auch der Meinung, dass viele dieses Gefühl davon haben, sie sind nicht gut genug, weil Friseure ihnen das gegeben haben. Zum Beispiel, dass man mal einen Satz hört wie, also für den Schnitt sind deine Haare wirklich viel zu dünn, das kannst du dir sowas von abschminken. Oder, also wenn wir das mit deinen dünnen Haaren färben, dann brechen die aber alle ab. Das sind so Sachen, so muss man das ja nicht formulieren. Man kann das auch ganz anders sagen, ohne dass man sich direkt weniger wert fühlt, wisst ihr? Weil man ja auch ein bisschen Wert oder viel Wert darauf legt, was ein Friseur über einen selbst und seine Haare letztendlich sagt, oder? Gerade für Frauen, für Männer wahrscheinlich auch, aber die reden nicht drüber. Letztendlich sind es noch Haare. Ich kann dir zeigen, wie du sie so richtig, richtig cool aussehen lässt. Es macht ehrlich gesagt auch Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja auch schon ein bisschen auf YouTube rumgesucht, als ich mich entschieden habe, das jetzt zu machen. Geile Nägel, Alter. Alhamdulillah, die Farbe Choc Güzel. Was ist das für eine? Und es gab so ein paar Videos mit 10 Frisurtricks in einem Video, aber irgendwie hatten die trotzdem alle nicht verlangt. Nervt mich bis heute übrigens, dass die ganzen Videos, die man so sieht, ja, die Frauen haben alle keine feinen Haare. Und da fühlt man sich natürlich noch schlechter. Weil dann denkt man sich so, okay, wenn die jetzt schon denkt, die hat feine Haare, wisst ihr, wie ich meine? Um dir das mal wirklich zu zeigen, wie dünn mein Haar ist. Das ist alles. Boah, da waren die echt dünn. Ich glaube, jetzt sind die ein bisschen dickerer. Ich will das jetzt mal gucken, aber vielleicht sind sie auch zu kurz, dass ich sie alle auf eine Seite roll. Sorry, aber die sind auf jeden Fall mehr, oder? Aber weißt du was? Ist mir egal. Ich weiß, dass viele von euch wahrscheinlich auf der Suche sind nach Mitteln, die eure Haare... Das meine ich wirklich 100% ernst. Es ist mir wirklich egal. Ich habe nur als Friseurin selbst gemerkt, dass sehr, sehr viele Menschen damit ein Problem haben. Und ich konnte es nicht so hinnehmen. Mir tat das so unfassbar leid. Haare wachsen lassen und dicker aussehen lassen. Und ja, aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, nehmt eure Haare einfach so hin, wie sie sind. Ob es diese Wundermittel gibt, ich bezweifle es. Es kommt natürlich... Ja, die Sache habe ich auf jeden Fall in den letzten 3 Jahren gelernt. Es gibt dieses Wundermittel und es nennt sich Gerstengras. Und falls ihr davon noch nichts gehört habt, verlinke ich euch auf jeden Fall ein Video. Denn das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Und das seht ihr auch im Video. Ich zeige euch da meine Fortschritte, was passiert ist, was sich verändert hat. Es ist 100% natürlich. Es ist keine Chemie. Es ist keine Hexerei. Es funktioniert nicht bei jedem, weil es irgendwie darauf basiert, dass man einen Nährstoffmangel hat. Und den hatte ich ganz eindeutig wohl. Weil ich aber auch kein Fleisch esse und so. Und generell, ich bin nicht so die Beste in Ernährung. Sagen wir es mal so. Aber ja, zieht euch das sehr gerne rein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Natürlich immer auf den Grund an, warum ist euer Haar dünn, war es schon immer dünn oder ist es jetzt gerade erst dünn geworden, weil ihr vielleicht schwanger seid, Medikamente nehmt, Pille abgesetzt habt, irgendwelche Gründe, können es natürlich immer sein. Ich glaube, dass viele Frauen, vielleicht gehörst du auch dazu, gar nicht wissen, was sie mit ihren Haaren machen sollen, wie sie sie cool stylen können und dafür bin ich jetzt da. Es macht auf jeden Fall Sinn, meinen Channel zu abonnieren. Ich finde... Ha, da habe ich mich richtig geschämt, das zu sagen. Den Channel zu abonnieren, weil man denkt so, das ist too much to ask von den Leuten. Aber Leute, abonniert meinen Channel, ja? Ich mache das hier alles umsonst für euch. Und ein Abo, das tut keinem weh und es kostet euch nichts. Und es ist einfach Support. Also echt, abonniert jeden Kanal, wo ihr öfter mal die Videos guckt. Danke fürs Zusehen. Und wenn du diese Frisur jetzt sehen willst, kannst du direkt mein erstes Video angucken. Da zeige ich dir nämlich, wie das geht. Denk dran, es ist mein allererstes Video, also sei nicht zu hart zu mir, aber ja, gib mir gerne... Das ist dein zweites Video, das war jetzt dein erstes. Tick. Oh. Wunderschönen Tag für dich und guck noch mein Video. Tschüss. Gott, also wäre das jetzt nicht ich selbst, die ich mir sich da anguckt, ich würde mich auf jeden Fall abonnieren, ich finde es voll süß. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich dachte, es wäre mehr cringe, ehrlich gesagt. Sogar ein bisschen stolz. Irgendwie fand ich es cool. Weil ich habe mir echt vorgenommen, in dem Video genauso zu sein, wie ich bin. Und ich finde, das war ich auch. Vielleicht ein bisschen zu cool. Ne? Ich bin ja immer gerne cool. Aber nee, hat mir gut gefallen. Was laber ich? Ich versuche irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Naja, das war ich vor 3 Jahren. Und seht mich an, wo ich heute stehe. Das ist auch ein bisschen, ne? Ja, was soll ich sagen? Naja, süßen Mäuse. Danke fürs Zusehen natürlich. Und ja, schaut gerne nochmal bei meinem ersten Video vorbei. Lasst ein Like da, Kommentar da. Und das Video solltet ihr auf jeden Fall auch liken und meinen Kanal abonnieren. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Videovorschläge gerne in die Kommentare. Und alles, was euch so auf der Seele brennt. Bis dann, haut rein. Peace.